Hallo, Dieter Bethke hier von der Photophonie. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir einen Test machen zum Vergleich zwischen dem ja quasi schon legendären Olympus 4/3 Format Objektiv 7-14, ein Ultraweitwinkelobjektiv. Könnt mal hier auf die Frontlinse gucken, dann seht ihr schon die erste Besonderheit, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das vergleichen wir in diesem kleinen Test mit dem neuen Micro Four Thirds Objektiv, auch 7-14 vom Bildwinkel her, auch Blende 4,0 als Offenblende. Dieses Lumix 7-14 Ultraweitwinkel wird von der Firma Panasonic hergestellt und dank Standardisierung auf das Micro Four Thirds Bajonett kann ich dieses Objektiv eben genauso an meiner Olympus-Kamera, an der OMD betreiben, wie an einer Panasonic GH3 oder GH4, dank des herstellerübergreifenden Standards. So, den ersten Vergleich, den wir hier anstellen können, wir werden nachher natürlich auch noch ein paar Vergleichsbilder dazu machen und euch hier online stellen, könnt ihr allein schon mal in der Größe sehen. Ja, der Größenunterschied ist frappierend und auch das Gewicht ist ganz klar, wo viel mehr optisches Glas drin ist, das Objektiv ist auch viel, viel schwerer. Jetzt ist die große Frage, von diesem Objektiv ist die optische Qualität unbestritten hoch. Ich habe das seit Jahren in meiner Tasche, es wiegt entsprechend schwer, es war entsprechend teuer, aber die optische Qualität ist herausragend und ich bin gespannt, ob der neue Herausforderer dieselbe optische Qualität vielleicht besser ist oder eventuell schlechter. Das gilt es herauszufinden, deswegen machen wir jetzt hier, wir sind in Kiel am Ostseestrand, ein paar Aufnahmen, gucken wir dann einfach mal uns nachher an, was der Vergleich in den Aufnahmen ergibt. Wir werden dabei darauf achten, dass wir sämtliche Blendenstellungen einmal durchfotografieren, dass wir versuchen, Gegenlichtfotografien zu machen, bei denen wir dann auch versuchen, Lensflares zu provozieren oder Blendensterne. Einfach auch, damit man das Verhalten in solchen extremen Situationen mal sehen kann. Wie ihr vielleicht in der Vorberichterstattung mitbekommen habt, ist der erste Teil dieses Tests mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Als das Objektiv ganz frisch angekommen ist, war in Kiel leider schlechtes Wetter. Es hat halt geregnet und dann war mal die Sonne da und dann wieder nicht. Ich bin zwar losgefahren, habe versucht den Test zu machen, aber das war keine wirklich durchgängig gute Testbedingung, weswegen ich euch davon zwar ein paar Aufnahmen zeige, aber bitte stellt daran nicht so hohe Anforderungen wie an die, die wir heute machen. Heute haben wir einigermaßen gleichbleibendes Wetter, das heißt, die Aufnahmen werden auch tatsächlich untereinander vergleichbar sein, nicht so wie die aus dem ersten Versuch. Da ist das gute Stück schon angekommen. Wie im Podcast angekündigt, habe ich mich entschieden, mein bisheriges 4/3 Objektiv Suico 7-14 mit Blende 4,0 vermutlich auszutauschen gegen ein entsprechendes Micro 4/3 Pendant. Einfach, weil ich den großen Glasbaustein nicht mehr so gerne mit mir rumschleppe, der ist einfach zu schwer. Die optische Leistung vom Olympus Objektiv hat mich bisher immer überzeugt, aber jetzt bin ich mal gespannt, was der Herausforderer hier zu bieten hat. Und das ist jetzt heute alles ein bisschen improvisiert hier, weil es muss schnell gehen. Die nächste Podcast-Folge will heute Abend noch aufgezeichnet werden, da möchte ich schon was dazu sagen können. Und das Problem ist, wenn ihr mal rausschaut, hier in Kiel, ja jetzt reißt die Wolke auf. Bis gerade eben hat es hier noch kräftig geregnet. Das heißt, ich kann das Unboxing hier nur im Auto veranstalten. Ja, und dann fangen wir einfach gleich mal an. Der Karton ist eigentlich schon angenehm leicht natürlich. So, hier sehen wir eine, was ist das? Ein Objektivköcher. Da lässt sich die Firma Panasonic schon nicht lumpen. Der ist dabei. Hier schön verpackt in blauer Luftpolsterfolie. Da kommt jetzt raus, das gute Stück. Ich lege es mal kurz zur Seite. So, jetzt seht ihr das nicht. Da auch nochmal fein verpackt in, ja, wie nennt sich dieses Material? So eine Art Papier nochmal außenrum. Und tada, tada, jetzt kommt es gleich ins Bild. Da ist das gute Stück und ihr seht schon, gerade mal so groß wie meine Handfläche. Ja, fasst sich gut an. Kein Metall, höchstens vielleicht der Ring hier hinten. Nein, auch nicht. Aber ja, schnell mal schauen. Metallbajonett, jawohl, so muss das aussehen. Und hier vorne die Abdeckung. Abdeckungskappe ist mit dabei. Auch weg. So sieht die Frontlinse aus. Ja, ich bin gespannt. Dann werde ich jetzt mal gleich hier doch aussteigen und vielleicht das Stativ aufbauen und ein paar Testaufnahmen machen. Im Karton ist übrigens auch noch eine Bedienungsanleitung, aber wer liest die schon? Na, das ist für Weicheier. Was wir noch mitmachen werden, außer dass wir die beiden Objektive miteinander vergleichen, werden wir etwas vergleichen, was man beim Fotografieren auch oft braucht, sogenannte Grauverlaufsfilter.
Grauverlaufsfilter dienen immer dazu, wenn man einen sehr hohen Kontrastumfang im Bild hat, wie zum Beispiel hier am Strand. Man möchte den hellen Himmel fotografieren und es soll natürlich auch der Strand im Vordergrund schön zu sehen sein. Das fällt mit einer einzigen Belichtung normalerweise sehr schwer, es sei denn, man dunkelt den Himmel eben mit einem solchen Grauverlaufsfilter ab. Auch das werdet ihr gleich hier nochmal sehen, eingeblendet, welche Auswirkungen ein Grauverlaufsfilter hat, wenn man ihn vors Objektiv macht oder nicht. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr diesen Vorteil mal nutzen wollt oder nicht. Ich kann das Ganze empfehlen. Einziges Problem ist, ich habe es gerade schon angedeutet, bei diesen Objektiven gibt es hier vorne kein Filtergewinde. Man kann hier nichts einschrauben oder aufstecken. Aufstecken kann man schon, wenn einem jemand den passenden Halter dafür baut. Dann kann man nämlich solche Filterscheiben davor setzen. Die hier ist jetzt zum Beispiel viel zu klein für das 4/3-Objektiv, hat aber den Vorteil, sie ist einigermaßen bezahlbar. Da ich mit diesem Objektiv lange fotografiert habe, habe ich mir von einem Freund einen Halter bauen lassen. Und in diesen Halter passt diese Filterscheibe. Die ist viel, viel größer als die erste. Ich kann euch das kurz zeigen. Mal im Größenvergleich hier. Ja. Die ist für das 4/3-Objektiv, die ist für das Micro 4/3. Logischerweise bei dem größten Unterschied der beiden Objektive bietet sich das an. Das heißt, diese Scheibe wird bei der Aufnahme hier von einem Halter davor gehalten. Ja. So, für dieses Objektiv habe ich mir den Halter bauen lassen, hat mich damals 150 Euro gekostet. Die Scheibe kostet ungefähr 80 bis 90 Euro, je nachdem, wo man sie bestellt. Die gute Nachricht ist jetzt, für das Micro 4/3-Objektiv gibt es einen neuen Anbieter, einen Service, der die passenden Aufnahmen, also die passenden Halter, die hier vorne auch nur übergestülpt werden, weil die Konstruktion ist dieselbe wie bei dem großen Objektiv. Also man kann hier auch nichts einschrauben, aber es wird ein spezieller Aufschub-Filterhalter hergestellt, der nur 49 Euro jetzt kostet, weil er halt auch kleiner ist und in etwas größerer Stückzahl hergestellt werden kann. Und in diesen kleineren Halter passen die etwas günstiger zu erwerbenden kleinen Filterscheiben aus dem normalen 10 cm breiten Sortiment. So, und das werden wir dann auch gleich mal mit testen und dann kann ich euch dazu auch am Ende mehr erzählen. Los geht's, wir fangen an mit ein paar Aufnahmen hier direkt am Leuchtturm, dann gehen wir ein bisschen runter an den Strand und fotografieren mal in alle Richtungen. Bleibt dran und dann schauen wir uns das Endergebnis nachher zusammen an und ich kommentiere es nochmal. Wie bereits angekündigt, möchte ich euch jetzt die Vergleichsaufnahmen, die wir extra für euch angefertigt haben, ein bisschen kommentieren. Das machen wir jetzt hier am Rechner in Lightroom. Ihr seht hier schon die Bildauswahl vorgeladen. Ich werde durch die Bilder durchgehen und die einzelnen Motive für euch kommentieren, was ich darin so sehe und wie ich das interpretiere. Es geht nach wie vor um den Vergleich zwischen dem Herausforderer, dem Ultraweitwinkel-Objektiv 7 bis 14 mm aus dem Hause Panasonic, gegen das bisher gesetzte und etablierte Objektiv aus dem 4/3-Segment, auch Bildwinkel, also Brennweite 7 bis 14, gleicher Bildwinkel. Das 4/3-Objektiv wird natürlich an die Micro 4/3-Kameras adaptiert, während das Panasonic direkt für Micro 4/3 gebaut und kleiner und leichter ist. Aber egal, lassen wir jetzt mal die Bilder sprechen und schauen uns das hier an. Fangen wir einfach mal an. Hier an der Stelle habe ich erstmal ein paar Übersichten, einfach so für die Leute, die noch nicht so versiert mit Ultraweitwinkelfotografie sind, um mal zu zeigen, wie sich der Bildwinkel einfach durch den größeren Ausschnitt verändert. Wir sind jetzt hier bei einer Brennweite von 14 mm und zoomen jetzt mal am Objektiv ein Stück raus. Die Kamera hat sich also nicht bewegt, wir sind an derselben Stelle stehen geblieben und ihr seht jetzt 10 mm ist schon ein deutlich weiterer Ausschnitt und man kann viel mehr erkennen. 10 mm Micro 4 Thirds für Leute, die noch im Kleinbildformat denken, wären übrigens entspricht einem Bildwinkel wie ein Kleinbildobjektiv es bei 20 mm an einem Kleinbildsensor liefern würde. So, jetzt sind wir mal den ganzen Weg rausgezoomt, 7 mm Brennweite eingestellt. 7 mm wären halt Kleinbild-äquivalent an 14 mm und ihr könnt schon sehen, ja, jetzt ist ja verdammt viel mit drauf, also viel mehr Himmel. Ihr seht die Bäume links am Bildrand, die Autos, die vor dem Gebäude parken und ihr könnt fast bis unten auf den Bürgersteig gucken. Nochmal zur Erinnerung, das ist der Ausschnitt bei 14 mm, also 28er mm Objektiv auf Kleinbild.
was für viele ja schon einen ziemlichen weiten Winkel darstellt. Aber wie gesagt, 7 mm oder 14 mm Kleinbild, da sprechen wir von Ultraweitwinkelfotografie. Das nur mal so ganz kurz als Einführung vorneweg. So, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe die Kamera an einem, wie ich finde, guten Vergleichsmotiv aufgebaut und habe dann einfach mal bei selber Brennweiteneinstellung, hier in dem Fall 8 mm, einfach mal sämtliche Blendeneinstellungen durchfotografiert, um zu sehen, wie sich dann so eben ja, die Schärfe zum Beispiel verhält und welche anderen Bildeffekte man entdecken kann. So, und ich werde die Bilder jetzt immer so anordnen, dass ihr auf der linken Seite den Herausforderer, das Lumix, abgebildet seht und auf der rechten Seite das Olympus, also das bisher von mir verwendete Objektiv, das ich für wirklich sehr exzellent halte, leider eben etwas groß und voluminös inzwischen im Vergleich zu den neuen kleinen Objektiven. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der Herausforderer hier dem gesetzten Platzhirschen sozusagen ja, den ersten Rang streitig machen kann oder nicht. Wir zoomen also erstmal in die Bildmitte rein und schauen mal, wir sind bei Blende 4,0. Ihr seht das hier oben eingeblendet. Blende 4,0 ist die Offenblende bei beiden Objektiven. Und ja, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ich fahre mal am Turm runter. Ja, okay, ich sehe einen leichten Auflösungsvorteil beim bisherigen Spitzenreiter. Kann man noch besser sehen. Ich schwenke mal hier rüber, deswegen habe ich diesen schönen schwarzen Zaun mit in den Ausschnitt genommen. Wenn ihr jetzt hier mal wirklich diese Feinstrukturen hier anschaut und dann hier drüben. Ich versuche das nochmal ein bisschen deutlicher hervorzuheben. Also wir sprechen jetzt hier über diese Stelle. Wenn ihr euch das mal anschaut im Vergleich zu dieser hier, dann seht ihr, dass das Four-Thirds-Objektiv da doch schon bei Offenblende einen Auflösungsvorteil hat. Also Details werden besser aufgelöst. Kontrast, würde ich sagen, Kontrastabbildung ist tatsächlich sehr vergleichbar. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rüber zum Bildrand hin, ob wir da irgendwas bemerken können. Ich gehe mal weiter nach oben, ich weiß, da ist ein Baum. Ja, auch hier kann man es wieder gut erkennen, wenn ihr hier mal auf den Baum schaut und dann auf diesen Baum. Ja, das Olympus-Objektiv hat bei Offenblende hier einen Auflösungsvorteil und ich habe den Eindruck, dass das zu den Bildecken hin auch ja, deutlicher ist. Ja, gut. Soweit dazu. Das soll vielleicht für den ersten Überblick bei Offenblende dann genügen. Wir schauen mal, was jetzt passiert, wenn wir die Blende um eine Stufe schließen. Hoppla, wir fangen nicht in der Bildecke an, wir fangen wieder im Zentrum an. So, Lumix links, Olympus rechts und auch hier wieder am Leuchtturm einmal runterfahren. Hier gleicht sich das Ergebnis sehr stark an, würde ich sagen. Wenn wir jetzt mal zum Zaun rüberschwenken. Ja, also wenn ihr mal hier vergleicht und dort, also es nähert sich an. Das Lumix legt in der Bildmitte zu, erreicht noch nicht ganz die Schärfe vom Olympus. Schauen wir mal, was am Rand so passiert. Wenn wir hier mal gucken. Ja, am Rand sehe ich immer noch einen deutlichen Detailvorteil, wenn ihr auf die Baumstrukturen und hier auf die die Steinfugen und so weiter und die Flechten und Moose, die hier sind, schaut. Das ist hier beim Lumix bei Blende 5,6 zum Rand hin dann auch noch nicht auf demselben Niveau wie beim Olympus-Objektiv. So, sehen wir hier am Gras vielleicht irgendwas. Gras ist ja auch immer eine gute Sache, so feine Halme wie hier. Also ich kann das nochmal versuchen hier. Ups. Also da, ne? Wir schauen hier in diesen Bereich und in diesen Bereich hier. Also da muss man schon sehr genau hinschauen, aber ich sehe hier deutlich die kleinen Grashalme etwas besser abgebildet beim Olympus als beim Panasonic. Okay. Gehen wir mal wieder eine Blende weiter. Wir schließen das Objektiv auf Blende 8. So, aha, jetzt, oh, da deutet sich schon was an, finde ich. Schauen wir mal, ob ich recht behalte. Ja, wenn ich jetzt rüber auf den Zaun gehe, ja, das ist Paar, würde ich sagen, also gleich. Von der Detailauflösung. Ah, doch hier im Gras, hier vorne, da sehe ich noch ein bisschen beim Olympus ein bisschen mehr ja, Strukturzeichnung. Es ist ein Hauch, hier ist ein bisschen mehr Brei entstanden.
Also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Was ich hier oben an der Turmspitze allerdings gesehen habe und dachte so, aha, oho, da würde ich fast sagen, liegt das Panasonic, was Schärfe und Kontrast angeht, einen kleinen Tick vorne. Aber das, naja, das mag auch Einbildung sein an der Stelle, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir den Zaun angucke, ist das alles auf einem Niveau. So, wie sieht es zum Bildrand hin aus? Ja, auch sehr dicht dran, aber immer noch klarer Vorteil Olympus hier. Da ist es ein bisschen weicher. Wie sieht es hier unten bei den Grashalmen aus? Ja, zu den Ecken ist das Olympus halt doch immer noch im Vorteil, selbst auf Blende 8. So, nächste Blendenstufe, Blende 11. Blende 11, schauen wir mal hier. Erstmal wieder zur Bildmitte. Hier habe ich den Eindruck, dass da schon die ersten Auflösungsverluste eintreten dank Blende geschlossen, also sogenannte Beugungsunschärfen. Das ist zwar nur ein Hauch im Moment, aber hier sehe ich jetzt das Panasonic zum ersten Mal im Vorteil. Da scheint das Olympus 4 Thirds schon ein bisschen was zu verlieren. Was sagen die Grashalme? Ja, die sehen jetzt schon bei beiden Seiten sehr ähnlich aus. Okay, gucken wir mal hier. Ja, da tut sich nichts mehr. Jetzt bei Blende 11 auch zum Rand hin Olympus und Panasonic auf Augenhöhe. Was sehen wir hier? Ja. Also da kann ich keinen großen Unterschied mehr ausmachen. Das könnte eben daran liegen, dass das Panasonic das Schließen der Blende da bis Blende 11 noch einen ganz kleinen Tick zumindest in der Bildmitte besser verträgt. Kann auch an der Softwarekorrektur eventuell liegen, die schon in der Kamera durchgeführt wird bei diesen Objektiven. Egal, wir machen weiter. Gucken wir mal, was bei Blende 16 sich abspielt. Ja, die Auflösung hat sich weiter verringert. Die Beugungsunschärfe setzt jetzt definitiv ein. Auch am Zaun. Ja, das seht ihr deutlich. Ne? Die kleinen, feinen Strukturen hier zum Beispiel, also da an dieser Stelle sieht man es ganz klar. Und hier auch, fangen an zu verschwinden. Das Gras wird in beiden Fällen jetzt hier zu einem grünen Samtteppich so langsam. Schauen wir mal zu den Rändern hin, ob da das Olympus noch einen Vorteil ausspielen kann. Nee. Also jetzt sind sie beide gleich auf, um nicht zu sagen, sie leiden beide unter der Unschärfe durch die geschlossene Blende, also die Beugungsverluste. Okay, da kann ich jetzt schon prognostizieren, das wird bei Blende 22 nicht schöner werden. Ja, wir bleiben gleich mal am Rand. Da sieht man es schon, der Baum ist noch unschärfer geworden. Auch hier am Zaun gehen immer mehr von den senkrechten kleinen Drähten verloren. Das ist jetzt wirklich nur noch Pixelbrei. Also so weit geschlossen sollte man ein Objektiv nur verwenden, wenn man unbedingt auf den besonderen Effekt der Blendensterne aus ist, aber ansonsten keinen großen Anspruch mehr so an die Aufnahme stellt. Also Blende 22 ist sehr weit geschlossen, da verlieren wir sehr viel Auflösung, das macht dann keinen Sinn. Ich würde denken, dass der Sweet Spot, also der Moment der besten Auflösung, bei beiden Objektiven hier bei Blende 8 zu sehen war. Ich kann die nochmal nach vorne zaubern, dass wir das nochmal hier sehen. Gehen wir nochmal auf den Baum. Der sieht sehr schön aus. Ich sehe die Strukturen in den Steinen hier. Und wenn wir da uns den Zaun nochmal anschauen, sind da die beiden Objektive quasi gleich auf. Ja, war zu erwarten, Blende 8, Blende 5, 6, das sind so die Blendenbereiche, mit denen ich bei den Objektiven arbeiten würde. Und genau das haben wir dann auch gemacht im weiteren Verlauf. Wir kommen mal zu einem anderen Motiv. Wir sehen den Leuchtturm jetzt mal von der anderen Seite. Erstmal in der Übersicht. Wir prüfen das mal nach. Wir sind bei Blende 8. Wir schauen uns hier mal den Leuchtturm an. Jetzt haben die Seiten gewechselt. Das Olympus ist jetzt hier. Achtung, Vorsicht an der Stelle. Und das Panasonic ist auf dieser Seite. Aber so auflösungstechnisch, wie zu erwarten, sehen wir da keinen großen Unterschied. Das sieht beides super aus.
Blende 8 ist einfach sehr gut. Aber jetzt, warum habe ich das gemacht? Weil man hier mal so schön auf dem Sand hier in die Ecken schauen kann, was da so passiert. Und da ist auch eine Pflanze, die uns Strukturen anbietet. Ja, und da kann man es ganz klar erkennen, jetzt vor allem im Nahbereich, je weiter wir in die Ecke gehen, das Olympus-Objektiv, das Four Thirds, bildet hier noch bis in die Ecken scharf ab, während das Panasonic dann da schon nachgelassen hat. Und das dürfte auf der rechten Seite, wenn ich da jetzt mal rüber juckel, auch nicht viel anders aussehen. Ja, man sieht es hier schon am Sand und hier oben an den Pflanzenblättern auch. Gut, ein bisschen Abstriche muss man da wohl auch machen, aufgrund der etwas kleineren Bauform, schätze ich mal. Gut, was haben wir dann? Ah ja, hier haben wir eine Aufnahmereihe gemacht, bei der die Blende immer gleich bleibt, auf Blende 8, weil wir ja gerade festgestellt haben, das ist so 5, 6 und 8, das wurde der optimale Punkt. Hier geht es dann darum, wir haben 14 mm, 12 mm, 10 und 7 mm eingestellt am Zoom und wollten dabei jetzt mal vergleichen, wie ist denn so dabei die Auflösung. Dazu extra natürlich auch was mit Backsteinen gesucht. Und ja, jetzt zeige ich mal was. Wenn wir da jetzt reinzoomen, würden wir denken, oh, guck mal hier, Bildmitte, das Panasonic super schön scharf, Bildmitte, das Olympus, puh, was ist das denn? Das ist ja total daneben, ist völlig unscharf. Und auch zu den Rändern hin wird das nicht besser, wenn wir uns da mal den Pfeiler anschauen. Ja, jetzt Vorsicht. Bei solchen Tests kann schon mal ganz leicht was in die Hose gehen. Und das ist eben hier auch passiert. Ich hatte es ja auch schon mal erwähnt. Am ersten Tag, als ich versucht habe, Tests zu machen, war das Wetter nicht optimal. Sprich, es war relativ bewölkt und es schoben sich dauernd mal Wolken vor die Sonne und wieder nicht. Und wenn ihr jetzt mal ganz genau hinschaut, seht ihr an den beiden Bildern einen gravierenden Unterschied, für den die Objektive überhaupt nichts können. Bei der Olympus-Aufnahme hier hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Ihr seht es am Schatten von diesem Baum. Der ist hier nur ganz schemenhaft zu erkennen. Auf dem Bild mit dem Panasonic ist er ganz doll kontrastierend, weil da keine Wolke vor der Sonne war. Das heißt, die Sonne hat voll reingeschienen ins Motiv. Und dieser Kontrastunterschied, der nur durch die Beleuchtung des Motivs kommt, wie gesagt, nicht durch das Objektiv, eben nur dadurch, dass direkte Sonnenlicht da war, lässt natürlich die Aufnahme, bei der das Sonnenlicht eben da war, deutlich kontrastreicher und detaillierter ausschauen als eine Aufnahme, die bei ja, sehr weichem Licht entstanden ist. Daher kommt ja auch der Name, weiches Licht. So eine Sonne, so eine Wolke, die sich vor die Sonne schiebt, ist ja nichts anderes als ein riesiger Diffusor. So, wenn jetzt also man aufgrund dieser Vergleichsaufnahme eine Expertise abgeben würde, dann wäre das ziemlicher Schwachsinn. Und genau deswegen tue ich das an der Stelle auch nicht. Sondern wir gehen einfach mal zum nächsten Bilderpaar. Da sind wir dann schon bei 12 mm und schauen uns das mal näher an. So, jetzt ist die Lichtsituation dieselbe. Und trotzdem ist das Olympus-Objektiv hier in der Bildmitte nicht so scharf wie das Panasonic. Ja, habe ich denn da jetzt bei dem Leuchtturm eben totalen Quatsch erzählt oder was Falsches gesehen? Nein, auch hier habe ich einen Aufnahmefehler gemacht, wie mir jetzt im Nachhinein auffällt. Wir schauen einfach mal nach vorne, direkt vor der Kamera uns den Bodenbelag an. Wenn wir jetzt mal schauen, jetzt ist hier bei der Panasonic-Aufnahme das relativ unscharf und bei der Olympus-Aufnahme sehr scharf und toll. Und was sagt uns das? Ja, ich habe einen Aufnahmefehler gemacht. Auch dieses Aufnahmepaar ist nicht für einen Bildvergleich zu gebrauchen. Der Aufnahmefehler besteht darin, ich habe beim Olympus wahrscheinlich hier vorne hin fokussiert und nicht wie beim Panasonic wirklich hier auf diesen mittleren Pfeiler und die Lampe. Also auch hier würde man jetzt dem Objektiv Unrecht tun, würde man dieses Bilderpaar in einen Vergleich einbauen. Warum erzähle ich euch das und schneide das nicht raus aus dem Video? Weil es mir ja peinlich sein könnte. Ja, es ist doof gelaufen, das ist schade, das ärgert mich jetzt auch an der Stelle, aber ich schneide es deswegen nicht raus, damit ihr auch ein bisschen was darüber lernt, wie kompliziert solche Vergleichsreihen aufzunehmen sein können und auf was man alles achten muss. Und solche Tests, bei denen manche Leute nur ein oder zwei Bilder machen und dann anfangen zu schwadronieren, wie gut ein oder das andere Objektiv ist, halte ich dadurch eben zum Beispiel oft für nicht aussagekräftig genug, weil
ganz leicht mal so ein Fehler passieren kann und dann schließt man von einer fehlerhaften Testaufnahme gleich auf die Güte eines Objektivs oder so. Ich finde, das sollte man vermeiden und deswegen habe ich euch das jetzt hier mal exemplarisch vorgeführt, was so passieren kann. Die ganze Bilderreihe ist aber trotzdem nicht nur für die Tonne. Mir ist nämlich dabei etwas aufgefallen, worauf ich jetzt mal hinweisen möchte. Und zack, da zoomt Lightroom auch schon auf die schlimme Stelle. Da war ich jetzt sehr verwundert, wenn ihr mal schaut, jetzt wieder links das Panasonic, rechts derselbe Bildausschnitt mit dem Olympus 4 Thirds fotografiert und ihr seht hier am Fenster, hier an der Ziegelsteinkante, einen seltsamen farbigen Saum. Für die Leute, die sich noch nicht so lange mit Objektivvergleichen beschäftigen, das nennt man chromatische Aberration und ist einfach tatsächlich ein Abbildungsfehler des Objektivs. Also sowas sollte möglichst nicht passieren und ihr seht ja hier, da glänzt also der bisherige Champion wirklich ganz klar. Da ist überhaupt nichts von dieser Störung zu sehen. Auch wenn wir hier nochmal die Ziegelmauer, also den Pfeiler hier uns anschauen, auch da ist nichts, auch im Fensterrahmen nichts, keine Spur von chromatischer Aberration. Was identisch ist bei beiden, sind die Lensflares. Die Sonne kam tatsächlich aus demselben Winkel. Ich habe da schön perfekt aufgebaut. Also exakte Einstrahlung der Sonne im selben Winkel und schon entstehen tatsächlich dieselben Lensflares. Sowas kann bei Objektiven auch mal passieren. Dann kann man sich behelfen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, an besseren Motiven. Aber ihr seht, die Lensflares von der Menge her sind identisch bei beiden Objektiven. Beim Olympus-Objektiv fallen sie etwas weicher aus. Wenn ihr mal zum Beispiel hier die Scheibe euch anschaut, die ist beim Panasonic ganz scharf konturiert am Rand und auch die beiden kleinen Flecken hier sind wirklich sehr scharf gerandet, während die eben hier beim Olympus weicher zeichnen und nicht ganz so störend und auffällig sind. Aber die Anzahl und die Position im Bild ist tatsächlich identisch. So, ja, wir sind jetzt hier bei 10 mm Brennweite gewesen. Wir haben noch eine Testaufnahme aus diesem Motiv und jetzt habe ich einfach weiter rausgezoomt auf 7 mm und jetzt schauen wir uns nochmal diesen Bildausschnitt von eben an und jetzt passiert was Interessantes. Die chromatischen Aberrationen, die man auch gerne mal CA einfach abkürzt, die CAs sind jetzt nicht mehr ganz so blau, sondern gehen jetzt eher ins magentafarbige und sie sind von der Intensität her geringer geworden beim Panasonic. Beim Four Thirds Objektiv sind sie immer noch nicht zu sehen, das wundert mich jetzt nicht an der Stelle, die waren ja vorher auch nicht zu sehen bei 10 mm, aber dass es tatsächlich brennweitenabhängig ist beim Panasonic, ob solche chromatischen Aberrationen mehr oder weniger stark auftauchen, das finde ich jetzt sehr spannend und deswegen habe ich da eine weitere Vergleichsreihe dann an der Stelle eingeschoben. Jetzt Achtung, das Motiv ist nicht der Brüller, das weiß ich selber, aber es ging darum, mit Absicht eine Kontrastkante zu erzeugen. Deswegen bin ich unter eine Autobrücke gegangen und habe dann in Richtung heller Himmel fotografiert. Diese chromatischen Aberrationen treten nämlich ganz besonders gerne an Kontrastkanten auf, also wenn ein starker Unterschied zwischen hell und dunkel an einer Stelle ist. Und wir schauen dann jetzt hier auch mal hin. Beide Objektive jetzt bei Blende 4.0 und ja, da sind wir an der richtigen Stelle angekommen. Wir schauen uns diesen Betonpfeiler hier jetzt in Folge immer mal wieder an. Ihr seht hier die Kante vor dem Himmel, da bilden sich diese chromatischen Aberrationen beim Panasonic und auch hier das Kabel bitte mal im Auge behalten. Da sind schon deutliche Farbsäume zu sehen. Blende 4.0, 14 mm, dasselbe hier bei Olympus. Offenblende sind beide Objektive nicht ganz so stark in der Abbildungsleistung, das Olympus etwas besser ja, als das Panasonic, wie wir schon wissen, aber auf jeden Fall beim Olympus hier keine störenden chromatischen Aberrationen. Gucken wir mal, wie sich das verhält, wenn wir die Blende langsam schließen. Ah, so, Blende 5.6, also eine Blendenstufe geschlossen, jetzt muss ich den Pfeiler erstmal wieder ran navigieren. Öha. Ja, da sehen wir es schon, der Effekt ist beim Panasonic noch deutlicher jetzt zu sehen, mit leicht geschlossener Blende. Beim Olympus immer noch keine chromatische Aberration zu finden. So, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen zügiger durch. Wir schließen die Blende weiter auf Blende 8. Jetzt wird es wieder etwas besser beim Panasonic. Es ist immer noch da, der Effekt. Er hat jetzt nur eine andere Farbe und etwas andere Intensität bekommen. Beim Olympus nichts davon zu sehen.
Okay, Blende 8. Gehen wir mal auf Blende 16. Aha, es wird besser. Beim Panasonic, ja, jetzt setzt bei beiden Objektiven die Beugungsunschärfe ein, aber beim Panasonic kann man sehen, diese entstehende Beugungsunschärfe, die uns leider Details kostet, reduziert aber auch die chromatische Aberration. Beim Olympus nach wie vor ohne Fehl und Tadel, bis auf dass jetzt dort auch die Auflösung anfängt zu leiden. Bei Blende 16, naja, dann bin ich ja mal gespannt. Bei Blende 22 vermute ich dann mal ganz stark, werden wir keine chromatische Aberration mehr sehen, bei keinem von beiden. Dafür ist das Bild aber auch entsprechend, ja, detailarm. Und so ist es dann jetzt hier auch. Tja, schade, schade. Okay, führt mich jetzt zu einem anderen Gedanken. Chromatische Aberrationen, die auftreten, sind ein möglicher Abbildungsfehler. Der andere sind die sogenannten Lens Flares. Über die haben wir eben auch schon mal kurz gesprochen. Ich habe jetzt einfach mal eine ganz normale Situation hier aufgenommen mit dem Panasonic-Objektiv. So, jetzt haben wir die Übersicht bei 14 mm Brennweite und Blende 8. Und ihr seht, hier kommt die Sonne so durch ein ganz kleines Wolkenloch mal kurz durch und schon bilden sich hier eben in der Richtung, wie sozusagen die Lichtstrahlen ins Objektiv direkt reinfallen, da bilden sich die Lensflares, auf Deutsch sagt man auch Blendenflecke dazu. Jetzt aber das Spannende, selbe Kameraposition, einfach mal einen Moment gewartet und das nächste Bild ausgelöst. Es fällt immer noch Sonne durch die Wolken, aber die Wolken sind jetzt ein kleines Stück weitergezogen. Der eine störende Lichtstrahl fällt jetzt halt scheinbar nicht mehr so prall vorne auf die Frontlinse und schon verschwinden die Lensflares. Also nochmal vorher mit Lensflares und dann die Wolken ein Stück weitergezogen und die Lensflares verschwinden. Also das ein Tipp von mir an der Stelle. Also wenn ihr das in der Bildrückschau vor Ort schon bemerkt, wartet einfach mal einen Moment ab, ob sich die Lichtsituation günstig verändert. Macht einfach mehrere Aufnahmen an derselben Stelle von eurem Motiv. Dann habt ihr hinterher die Möglichkeit, was auszuwählen. Es gibt noch einen zweiten Trick, wie man mit Lensflares umgehen kann. Ihr seht sie hier. Jetzt sind wir 7 mm wirklich im absoluten Ultraweitwinkelbereich. Hier strahlt die Sonne durch die Bäume und erzeugt uns auch wieder diese lustigen Blendenflecken im Objektiv. Und ansonsten ist die Aufnahme recht flau dadurch. Also man verliert auch Kontrast in der Aufnahme, wenn das passiert. Also wenn es zumindest so stark passiert wie hier. Ich habe das natürlich provoziert, um euch das hier zeigen zu können. Aber was kann man machen? Der Trick ist, vom Stativ fotografieren, an derselben Stelle eine zweite Aufnahme machen und dabei einfach mal die Hand ins Bild halten. Und zwar vor die Lichtquelle, die so stört. Und ihr seht, A, die Blendenflecke verschwinden und B, das Bild wird kontrastreicher. So, und wenn ihr beide Aufnahmen dann habt, könnt ihr die in Photoshop in Ebenen übereinander legen und geschickt dann die Hand wieder aus dem Bild rausmaskieren und dann bekommt ihr so ein Endergebnis. Das heißt, die Lichtquelle ist jetzt wieder im Bild sichtbar und macht die Bildlogik also auch aus. Man sieht, woher das Licht kommt. Ich finde auch einen spannenden Aspekt, wieso die Sonne durch die Wolken, durch die Bäume bricht. Und trotzdem ist halt diese Steinbuchstabenskulptur im Vordergrund sehr gut zu erkennen und jetzt auch mit Kontrast. Also das mal hier so kurz als Tipp am Rande. Wo wir uns über Lensflares unterhalten, zeige ich euch noch eine andere Situation. Ich war in diesem Raum, habe dort fotografiert und ihr seht die beiden Fenster, die so auf halber, dreiviertel Höhe in die Wände eingelassen sind. Und da merkt ihr auch schon, es fällt hier ja deutlich Licht durch diese runden Fenster in den ansonsten dunklen Raum und zack, habe ich auch hier wieder diese Blendenflecken, die sich dann da bilden. Das wird besonders schön. Achtung, nächstes Bild, jetzt nicht erschrecken. Die Fenster sind überhaupt nicht mehr mit im Bild, aber trotzdem reicht das Licht, das jetzt von links und rechts in die Optik direkt quasi, ja eben nicht direkt, sondern eben nicht mehr sichtbar im Bildausschnitt reinfällt, aus und in dieses Wunderwerk an Farbillusion zu erzeugen. Ja, das ist also auch das schlimmste Beispiel, was ich provozieren konnte. Also ich habe das durchaus mit Absicht gemacht. Ansonsten sei euch gesagt, das ist alles
durchaus hervorrufbar und vorhanden und man muss damit klarkommen beim Fotografieren, aber das passiert nicht dauernd und immer. Also man kann mit dem Panasonic wunderbar fotografieren, ansonsten hätte ich es nicht gekauft und nicht behalten. Wenn man nämlich zum Beispiel sich jetzt hier mal anschaut, wenn wir in den Bereich Langzeitbelichtung und Light Art Performance gehen, hier leuchten ja jetzt auch Lichtquellen direkt in die Optik. Und auch beim Folgemotiv, da haben wir wirklich besonders mit einer kleinen Mini-Taschenlampe da rumgewedelt und gemacht und getan. Also man kann das machen und dabei entstehen dann diese Blendenflecke eben nicht. Oder zumindest sind sie nicht sichtbar. Mich stören sie nicht, falls sie im Bild sein sollten. Ich finde keine. Was ihr hier seht, durchschimmern, falls ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein komisches Muster da und da. Das sind nochmal die Fenster in dem Raum. Die ersten Bilder tagsüber waren nämlich extra entstanden, um eben so ein Location Scouting zu machen, weil wir abends eben diese Light Art Performance dort machen wollten. Ja, so. Das war es jetzt eigentlich schon zu dem Objektiv und dem Vergleich. Ich denke, als Fazit kann man sagen, das neue Objektiv hat seine Stärken und auch seine Schwächen. Die Stärken sind auf jeden Fall geringeres Gewicht und geringeres Volumen in der Tasche. Bei Blende 5,6, Blende 8 bis hin zu Blende 11 hat es seinen optimalen Wirkungsgrad. Da ist es, glaube ich, in der Bildmitte teilweise dem bisherigen Spitzenreiter, dem Olympus, leicht überlegen sogar. Aber eben zu den Bildecken hin haben wir ja gesehen, da sind leichte Abstriche zu machen und es ist etwas empfindlich, was eben Lichteinstrahlung von den Seiten angeht. Das muss man einfach beachten, aber die Tricks habe ich euch gezeigt, direkt bei der Aufnahme. Abschatten und dafür sorgen, dass kein Licht in die Optik fällt oder eben eine Trickaufnahme sozusagen machen mit Stativ, einmal mit Hand vor der Lichtquelle, einmal ohne die Hand und dann das Ganze komposen in Photoshop. Jetzt kommen wir an der Stelle noch zu was anderem. Wenn man im Bereich Ultraweitwinkelfotografie unterwegs ist, dann ergibt sich auch oft die Situation, dass man einen Filter braucht vor dem Objektiv. Entweder ein Neutral-Grau-Filter, weil man zum Beispiel bei Tag sehr lange Belichtungszeiten erzeugen möchte, damit so Wolkenspuren entstehen. Oder aber man braucht einen Verlaufsfilter. Ich kann euch das jetzt hier an den beiden Bildern mal zeigen. Das Foto ist ohne Filter vor dem Objektiv aufgenommen und jetzt ein Grau-Verlaufsfilter davor montiert, der einfach dafür sorgt, dass der Himmel, also der Grauverlauf geht von hier oben. Hier oben ist er sehr dunkel und dann wird er immer heller und hier hört er auf in der Filterglasscheibe. Ihr seht also, dass der Himmel jetzt abgedunkelt wurde. Dadurch kann ich die Belichtung natürlich ein klein wenig anheben, ohne dass der Himmel ausbrennt, weil der wird ja jetzt durch den Filter abgedunkelt. Und dadurch wird der Sand im Vordergrund jetzt viel schöner betont und man sieht, dass da Sonne drauf gefallen ist und dass das ein sonniger Tag war. Im Gegensatz nochmal zurück zu dem Bild ohne Grauverlaufsfilter. Das sieht ja eher, naja, ein bisschen langweilig aus, vor allem was den Sand angeht. Da würde man jetzt nicht unbedingt einen Sonnentag dahinter vermuten. Das muss aber so belichtet werden, weil ansonsten die Wolken und der Himmel ausbrennt, weil das der hellste Bildteil ist. Wenn ich jetzt wieder den Graufilter sozusagen vor die Linse halte, den Grauverlaufsfilter, dann bekomme ich also eine solche Aufnahme. Jetzt ist das Spannende bei diesen Grauverlaufsfiltern und auch bei den sogenannten ND-Filtern, also den reinen Graufiltern, die man nur zur Verlängerung der Belichtungszeit verwendet. Manche von denen sind aus Materialien hergestellt, die optisch, naja, nicht ganz so prickelnd sind, würde ich sagen. Teilweise treten Auflösungsverluste ein und bei vielen Filtern treten Farbverschiebungen auf. Und deswegen gibt es jetzt hier dieses lustige Testmotiv mit dem Farbfächer, um mal zu zeigen, das ist die Aufnahme ohne Graufilter, also flächigen Graufilter. Und hier die Aufnahme mit einem Graufilter vor dem Objektiv, und zwar einem für mich neuen, ein Produkt von der Firma Haida, einer aus der Pro-Serie, aus der Zweier Pro-Serie, um genau zu sein, der ist mehrfach vergütet, deswegen kommt hinten dran noch die Bezeichnung MC, Multicoated. Und wenn ihr mal schaut, zwischen dieser Aufnahme ohne Filter und jetzt wieder der Aufnahme mit Filter, also da ist die Farbverschiebung, die durch den Filter hervorgerufen wird, wirklich minimal. Was man natürlich sieht, ist außen zum Bildrand hin
eine leichte Vignettierung, die aber vor allem durch den Filterhalter entsteht, den ich benutzt habe, um die Glasscheibe eben vor dem Objektiv ja, festhalten zu können, also zu montieren, ohne dass sie runterfällt oder dass ich sie in der Hand festhalten muss. So, also das jetzt so mal als Tipp hier noch zusätzlich am Ende des Videos. Haider Grauverlaufs und vollständige Graufilter sind mir aufgefallen als welche, die ganz geringe, ich würde sagen keinen Farbstich in die Aufnahmen zaubern. So, und jetzt gibt es hier zum Abschluss des Videos, das ja auch schon lang genug geworden ist, noch ein klitzekleines Schmankerl am Schluss. Hier nochmal ein Motiv, das ohne Grauverlaufsfilter aufgenommen worden ist und dann mit einem Haider Glasfilter, Grauverlauf. Ich gehe nochmal zurück und nochmal nach vorne, nochmal zurück, nochmal mit Filter. Ihr seht also den Effekt, der Himmel ist abgedunkelt worden, aber ansonsten hat sich die Farbe im Bild durch diesen Glasfilter überhaupt nicht verändert. Das nochmal so als anderes Motiv, damit ihr das auch nochmal seht. Jetzt gibt es noch ein absolutes Bonbon. Ich zeige euch noch eine Aufnahme. Die scheint auch mit einem Grauverlaufsfilter gemacht worden zu sein. Allerdings verrate ich euch jetzt den Trick. Das ist nicht mit einem Glasfilter gemacht, diese Aufnahme, sondern ich gehe mal hier in die Entwicklung, in das Entwickelmodul von Lightroom und zeige euch mal was. Es gibt einen Verlaufsfilter, einen elektronischen. Und der ist hier angewendet worden. Ich kann das jetzt auch beweisen, indem ich hier an der Belichtung spiele. Das ist der Effekt eines Grauverlaufsfilters. Und hier in Lightroom hat man die in digitaler Form zur Verfügung und kann damit eben auch den Himmel abdunkeln. Ich mache das einfach mal vor, indem ich einen anlege. Hier, ich klicke auf dieses Symbol. Dann klicke ich ins Bild, klicke, halte, ziehe. Und jetzt geht dieser Verlauf nach unten hin sozusagen auf. Und ich habe hier am Rand die Parameter und die stehen jetzt auf Belichtung erhöhen. Aber ein Grauverlaufsfilter sollte normalerweise die Belichtung verringern. Deswegen ziehe ich den Belichtungsregler mal nach unten. Und ihr seht, hier ist der Effekt eines digitalen Grauverlaufsfilters. Warum funktioniert das jetzt hier und warum benutze ich überhaupt einen Glasfilter ansonsten? Gut, man muss einfach dazu sagen, die Kamera, die ich verwendet habe für die Aufnahmen, hat einen sehr hohen Dynamikumfang und hat noch Informationen in den Lichtern aufgezeichnet, die man, ich hole nochmal nach Möglichkeit, warte mal, das Originalmotiv nach vorne. Also hier ist die Aufnahme komplett ohne Filter und ihr seht ja, im Himmel ist hier durchaus Struktur. Die Kamera kann also Lichtinformationen gerade im hellen Bereich sehr gut aufzeichnen. Und wenn ich das in meinem RAW-Datensatz drin habe an Informationen, dann muss ich eben nur dafür sorgen, dass ich gezielt den Himmel abdunkle über einen elektronischen Grauverlaufsfilter. So. Und schon habe ich das nachempfunden, was ansonsten die echten Filter vorm Objektiv machen. Das geht nicht immer und das sieht nicht immer so schön aus, aber hier in dem Fall geht das. Deswegen schmeißt eure Glasfilter mit Grauverläufen nicht weg. Ihr werdet die noch brauchen. Es hängt eben auch sehr stark von der verwendeten Kamera und dem Licht in dem Moment, wo ihr aufnimmt, ab, ob das elektronisch im RAW überhaupt möglich ist oder nicht. Das nochmal so als Gimmick am Schluss. Und damit bin ich dann jetzt auch raus aus der Nummer. Ich denke, das war auch ganz schön viel jetzt für dieses eine Übersichtsvideo sozusagen im Vergleich. Was kann das neue Panasonic Lumix 7 bis 14 Ultraweitwinkel für Micro Four Thirds? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was dabei gelernt und könnt jetzt selber auch eine fundierte Entscheidung treffen, welches Objektiv denn für euch was ist oder vielleicht nicht ist. Ich persönlich bin jetzt sehr gespannt auf das angekündigte Olympus Micro Four Thirds 7 bis 14. Das wird in 2015 rauskommen, so die Ankündigung. Und dann wollen wir mal schauen, was das kann. Spätestens dann bin ich wieder hier und wir machen einen ähnlichen Vergleich nochmal. Bis dann, ciao, ciao. Dieter Bethke für die Fotophonie.